Hallo und willkommen zu dem etwas anderen Klassenguide. In dieser Reihe holen wir uns jeweils einen erfahrenen Spieler der jeweiligen Klasse und gehen mit diesem folgende Punkte durch. Die größten Änderungen, alle neuen Fähigkeiten, die Talentbäume, das Leveln, die Möglichkeiten im PvE und PvP und schauen uns zum Schluss allgemeine Dinge wie Makros und Berufe genauer an. Wir denken uns dabei einfach, dass nur derjenige den besten Guide über die jeweilige Klasse erstellen kann, wenn er sie auch selbst seit Jahren spielt. Heute beginnen wir mit dem Jäger. Lasst uns bitte unbedingt Feedback da und schreibt uns eure Meinung zum Format und vor allem zum Hunter in die Kommentare. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Reihe Frage die Klasse. Wir sind heute unterwegs beim Jäger, also fragt den Jäger, und haben uns deswegen unseren alten Freund Punko zur Seite geholt. Punko, wer bist du und was machst du eigentlich hier? Ja, gute Frage. Mein Name ist Punko. Ich spiele seit 16 Jahren, wie viele andere, auch WoW. Damals tatsächlich nur Classic und TBC gespielt, auch Hunter. Und jetzt dann natürlich auch, als Classic wieder aufgenommen wurde, wieder rausgekommen ist, auch wieder Hunter gespielt. Und werde dann auch TBC spielen und auch natürlich Hunter spielen, weil das einfach meine Klasse ist. Genau, was sind denn für dich die größten Änderungen beim Jäger in The Burning Crusade im Vergleich zu WoW Classic? Also eine der größten Änderungen wird sicherlich das Entfernen der Deadzone sein. Aktuell, wenn du jetzt halt von einem beispielsweise Magier in der Frostnova gehalten wirst, dann kann er sich ja halt genau so hinstellen, dass du ihn weder im Melee noch im Range treffen kannst und einfach sein Damage auf dich rausballert. Das wird es nicht mehr geben. Also entweder man schießt mit seiner Fernkampfwaffe oder man greift halt im Melee an. Ist natürlich eine massive Verbesserung für PvP und könnte vielleicht auch diese neue Meta mit dem Melee-Cleave vielleicht sogar besser machen, dann auch im PvE. Werden wir sehen, was die Leute daraus machen werden, aber ist natürlich eine Riesenverbesserung. Was auf jeden Fall noch dazu kommt, ist, dass man Fallen dann im Kampf setzen kann. Das kann man aktuell in Classic nicht, da musst du quasi aus dem Fight kommen, ob das jetzt mit Todstellen ist oder einfach über die Zeit hinweg. Die Fallen haben dafür eine verlängerte Ablenkzeit, also die haben 30 Sekunden statt 15 Sekunden Ablenkzeit. Und wenn das Ziel, also angenommen ich kämpfe jetzt halt gegen den Krieger im Nahkampf und ich lege die Eiskältefalle hin, dann braucht diese 2 Sekunden zum Aktivieren, sage ich jetzt halt mal, weil auch mein gegnerisches Ziel in Fight ist. Ist das gegnerische Ziel nicht in Fight, dann sollte die Falle direkt hochgehen quasi. Kann man zum Beispiel in Arena ganz gut timen, wenn jetzt halt ein Schurke zum Beispiel einen Blind macht oder einen Zap, dann kommt das Ziel außer Fight und ich selber gehe dann quasi hin, legt die Eiskältefalle und das Ziel ist instant in der Eiskältefalle, weil es eben außer Fight ist. Ach ja. Genau, kann man quasi auch dann so oder so gut mit Scatter oder Einschüchterung etc. kombinieren, also jetzt als Hunter selber. Das heißt Scatter, man muss dann eben nicht mehr totstellen, sondern macht einfach einen Scatter, legt die Eiskältefalle, dann hast du die 2 Sekunden Aktivierungszeit auf jeden Fall drinnen. Außer man spielt Survival dann natürlich, dann kann man das ein bisschen kombinieren mit dem Reset der Points. Pets skalieren mit dem eigenen Equip des Hunters, das ist auf jeden Fall auch noch neu. Das heißt, du hast nicht einen Standard-Schaden, den eben dein Pet macht, einen Standard-Attack-Speed, wie es zum Beispiel Broken Tooth, der bekannt ist dafür, dass er einen 1-0er Attack-Speed hat. Sowas wird es dann nicht mehr geben, sondern die Pets skalieren quasi mit dem Equip des Hunters. Was es dann auf jeden Fall Richtung Endgame und ja, T4, T5 und so weiter dann echt stark macht. Und nachdem er BM-Hunter die neue Meta sein wird, wahrscheinlich im PvE, ist es natürlich nochmal extremer, was da dein Pet dann an Schaden raushaut. Also, das ist schon wirklich krass. Wenn er es dann so 500er, 600er Crits macht oder sowas, weil du halt einigermaßen Equip dann selber auch noch hast. Ja, das ist auf jeden Fall noch eine extreme Verbesserung, würde ich behaupten, weil es einfach schadenmäßig. Es wirkt sich dann auf alle, primären Attribute oder auf sekundären Attribute aus. Also was wie primär wie Ausdauer, Intelligenz, gut, Intelligenz ist, glaube ich, mit Fokus. Der Großteil der Pets haben Fokus, wenn ich mich nicht irre. Ja, alle eigentlich. Oder alle. Ja. Da wirkt sich natürlich Int nicht unbedingt aus. Aber Ausdauer wird erhöht, der eigene Rüstungswert spielt mit ein, wenn ich das
Meines Erachtens auch. Je besser das eigene Equip, umso mehr Damage natürlich, oder umso mehr Grunddamage auch vom Pet dann. Korrekt. Das kann man auch sehr schön mal schauen, wenn man quasi sein Equip noch nicht angelegt hat, dann in TBC oder wenn die Patches dann kommen und dann mal sein Equip anlegt und man quasi im Begleiterbaum sieht, wie der Damage nach oben steigt. Das ist schon enorm, was das ausmacht. Da bin ich mal gespannt. Schon irgendwas zu den Pets, was da Meta sein wird? Katze? Ja, also Katze wird sicherlich nicht schlecht sein. Ich denke mal, dass das Beste der neue Felshetzer oder Ravager sein wird. Also der macht auf jeden Fall am meisten Schaden, ist wahrscheinlich im PvE dann auch relativ gut unterwegs und werden wahrscheinlich relativ viele spielen, weil er eben auch eine neue Fähigkeit bekommt, die heißt Verheeren. Das heißt, dem Pet selber kannst du eben Biss beibringen und Verheeren. Verheeren kennt er halt selber. Und Verheeren hat keine Ablenkzeit. Das heißt, es wird immer genutzt, wenn Fokus über ist. Und dadurch wird das Pet nie bei 100 Fokus sein, sondern quasi sie seine Fähigkeiten rausballern ohne Ende. Und werden wir dann später auch in den Talent-Trees dann sehen, wie unfassbar viele Fähigkeiten haben, die die Fokus-Regeneration erhöht. Kann er das Pet einfach nochmal unfassbar gut profitieren von dem Ganzen. Genau, daher wird quasi der Ravager auf jeden Fall 1A sein. Genauso gut wird wahrscheinlich auch die Wolkenschlange sein, da die auch einen ziemlich hohen DPS hat. Genau, und auch halt von Fokusregeneration profitiert. Aber ich denke auch, also Wolfkatzen werden bestimmt auch gut sein, dadurch, dass sie halt mit dem Equip jetzt vom Hunter hier. Zu Pets noch, wenn wir gerade eben hier dabei sind, in der Arena, was gespielt wird. Also das war jetzt hier, also PvP natürlich auch, der Ravager dann, wenn es um BM-Burst-Taktiken geht oder im Allgemeinen nur auf Damage geht, dann wird der Ravager da sicherlich auch gut sein. Ansonsten, wenn man halt die Mana-Burn-Taktik spielt, holt man sich eher noch einen Skorpion, damit der eben schön die Gifte oben hält und der Viper-Instinct quasi nicht dispelled werden kann oder eher später dispelled wird. Wunderbar. Gibt es sonst noch irgendwas, mit dem wir jetzt nicht unbedingt gerechnet haben oder was jetzt nicht unbedingt so Großteil auf dem Schirm ist, was doch dann eher ein bisschen mehr ins Detail gehen würde? Ja, ich meine, die Fähigkeiten selber wurden auch teilweise so ein bisschen angepasst. Der Arkanschuss zum Beispiel hat einen Dispel-Effekt, was ganz geil ist. Also mal so ein Mage-Schild wegzunehmen, ist natürlich schon schön. Oder auch einen Hot oder sowas von Druiden. Der Aimshot ist nur noch ein 2,5 Sekunden Cast. Genau, also der Aimshot hat einen MS-Debuff auf dem Ziel, 50% weniger Heal eben auf das Ziel, was ganz cool ist, nur noch 2,5 Sekunden Castzeit. Das Einzige, was aber dann im Negativen da dann auch verändert wurde, ist, dass der nächste Auto-Attack geskippt wird. Das heißt, dein Attack-Speed, den du eben auf deiner Waffe hast, zählt ab dem Zeitpunkt, wo der Aimshot raus ist. Das ist aktuell in Classic nicht so. In Classic geht nach einem Aimshot eigentlich meistens direkt noch ein Autoshot los. Das wird dann eben in TBC nicht mehr so sein. Was auch der Grund ist, warum Aimshot im PvE dann nicht mehr gespielt wird. Aber wie gesagt, wegen dem MS-Debuff hat er im PvP auf jeden Fall noch seine Berechtigung. Der Viper-Instinct hat mittlerweile dann 12 Sekunden Ablenkzeit. Das heißt, man kann den nicht mehr spammen auf alle möglichen Targets, die mit Mana irgendwo rumlaufen, sondern der hat eben 12 Sekunden Ablenkzeit. Das ist für PvP hauptsächlich ein Thema. Genau. Dann, was auch noch eine Änderung ist, ist auf jeden Fall, dass das Pet-Healen jetzt halt ein Dot ist. Das ist auch nice. Das heißt, du musst nicht mehr stehen bleiben, casten und das Pet muss bei dir bleiben, sondern du kannst dadurch auch während dem Leveln eigentlich dein Pet durchgehend bei Leben halten, weil du einfach jedes Mal nur dem Heal-Dot drückst und dann halt weiter raufballerst. Sofern du Mana hast. Sofern man Mana hat, natürlich. Ja. Aber da gibt es ja dann auch eine Fähigkeit, auf die wir jetzt dann gleich kommen werden. Ja, aber ich glaube, dieser Hot ist schon mit der... Ja, das ist auf jeden Fall geil. Also jetzt sagen wir mal nicht, dass es einen Hunter schwer hat beim Leveln, aber ich glaube, das macht das Leveln oder generell macht es doch noch etwas entspannter als dieses ewige Stehenbleiben, Pet-Healen. Ja, einfach nur drauf zu haben, der so auch im Kampf weiter tickt. Also Quality of Life Verbesserung, genau. So nennt man das doch. Und, absolut. Es fühlt sich einfach smoother an alles. Das ist schon... Das ist gerade angesprochen. Wir gehen direkt über zu den Fähigkeiten, zu den neuen Fähigkeiten, was man zwischen 60 und 70 bekommt.
Das sind 5 an der Zahl bei jedem zweiten Level, also 62, 64, 66, 68 und zum Schluss natürlich mit 70. Ich glaube, die größte Änderung, wir haben es auf der Beta selber gesehen, ist direkt mit 62 der zuverlässige Schuss. Jawohl, Steady Shot im Englischen, zuverlässiger Schuss im Deutschen, wird quasi der neue Haupt-DPS-Träger, also als Fähigkeit sein. Aktuell machen die Leute halt Aimshot, wie vorher schon mal kurz angesprochen, skippt man dann eben den nächsten Auto-Attack, das ist eben beim Steady Shot nicht so. Steady Shot ist spambar, hat eine Sekunde Cast-Zeit, glaube ich. Das heißt, zwischen einem Auto-Attack kriegst du meistens 2 Steady Shots unter und dem nächsten. Und macht einfach unfassbaren Schaden, skaliert auch brutal mit dem Equip, also das ist wirklich auch extrem beim Steady Shot und ja, das wird der neue, wie gesagt, die neue DPS-Fähigkeit sein, die den Hunter trägt und nach oben bringt im DPS-Meter. Mit 64 Aspekt der Viper. Was macht die? Korrekt, ja. Aspekt der Viper macht quasi Mana-Regeneration, je nachdem, wie viel Mana du verloren hast. Also je mehr Mana man verloren hat, desto mehr regeneriert man an Mana selber. Das heißt, man spielt sicherlich am Anfang noch mit dem Aspekt des Falken und sobald man quasi bei 50, 40, 30% Mana ist, wechselt man auf Aspekt der Viper und regeneriert dadurch passiv quasi sein Mana nach oben und kann weiter schön draufballern, ohne jetzt halt dauerhaft irgendwie Mana-Tränke sich reinziehen zu müssen. Der Damage-Verlust ist da nicht allzu hoch. Natürlich schon da, weil Aspekt des Falken natürlich schon einiges an Angriffskraft ausmacht, aber ist natürlich wichtiger, immer schön Mana zu haben, von daher sehr stark im Raid und im PvP. Teilweise definitiv auch. Können Mana kein Damage. Gut, richtig. So ist es ja. Mit 66, glaube ich, noch mit das Wichtigste, zumindest als Beastmaster, als Tierherrschaftsjäger, die Fähigkeit Fass fürs Pet. Korrekt, ja, das wird die zweite neue DPS-tragende Fähigkeit, sage ich jetzt halt mal. Bei jedem Crit, die der Hunter macht, kann man eben Fass aktivieren. Ist außerhalb des Global Cooldowns, das heißt, kann jederzeit gecastet werden, sage ich jetzt halt mal. Wird dann halt auch in jede Makros mit integriert werden, um quasi jedes Mal, sobald wir einen Crit machen, auch Fass zu aktivieren. Es macht wirklich gut Schaden, das Ding. Dadurch hat natürlich das Pet auch deutlich weniger Akro-Probleme, wenn man jetzt halt gerade am Leveln ist oder so. Und der DPS-Increase ist natürlich auch nochmal enorm. Ja. Das ist eine krasse Fähigkeit. Level 68 gibt es die Schlangenfalle. Hört sich in der Theorie für mich eher wie eine PvP-Falle an oder so als kleines Gimmick im PvE. Ich würde es eher als spaßige Fähigkeit definieren. Also es ist auf jeden Fall ganz witzig. 10 Schlangen oder was, die da rausspawnen aus der Falle. Alle möglichen verschiedenen Gifte auf das Ziel hauen. Ist vor allem halt nervig für Caster, da die auch alle einen Auto-Attack machen und Casten dann quasi unmöglich ist. Man muss aber halt auch sagen, ein Mage oder sowas zündet halt eine Arcane-Explosion und alle sind tot. Aber bis dahin hat er auf jeden Fall schon ein paar Dots drauf auf sich, ein paar Gifte. Ich schätze mal, dass im PvP wahrscheinlich trotzdem die Frostfalle oder die Eiskältefalle da ein bisschen mehr zum Tragen kommt, einfach wegen dem CC oder dem Slow. Anstatt jetzt hat da so eine dann doch eher situationsbedingt einsetzbar und eher als Gimmick. Ja, richtig. Also ich glaube eher, dass es eine spaßige Fähigkeit ist, als dass sie wirklich viel bringt. Ja, jetzt so wie Steady Shot oder Fass kann man das auf jeden Fall nicht vergleichen. Und mit Level 70, glaube ich, mit die lang ersehnteste Fähigkeit für Classic Hunter, zumindest im PvE-Bereich, im PvP natürlich, überhaupt nicht zu gebrauchen. Irreführung. Korrekt, ja. Also ich meine, nicht nur lang ersehnt von den Huntern, dass die jetzt halt erstmal die ersten 3-4 Spells raufballern können, ohne Aggro zu ziehen, sondern natürlich dann auch für die Tanks eine lang ersehnte Fähigkeit. Man setzt quasi Irreführung auf seinen Tank, auf seinen Main-Tank oder Second-Tank, je nachdem, welches Ziel man eben taunten will. Und die komplette Aggro, die der Hunter erzeugt, geht dann quasi auf das besagte Ziel, auf den Tank dann über. Der nächsten drei Fähigkeiten. Also, ob es jetzt ein Aimshot ist, Multishot. Multishot natürlich dann auch AOE-mäßig, zeigt dann auf alle Mobs. Also jede Aggro der nächsten drei Schadensfähigkeiten geht dann quasi auf den Tank über.
Und kann natürlich dann auch während dem Bossfight immer mal wieder gesetzt werden, um einfach die Akku zu erhöhen. Ne? Also jetzt nicht nur zum Pullen. Also ich meine, wir sind ja eh, glaube ich, schon so, dass der Hunter eh der Puller hört sich komisch an, aber ihr wisst, was ich meine, schlechthin ist, beziehungsweise eh schon alles gepullt hat. Aber jetzt mit ihrer Führung kriegt er keine Aggro selbst mehr. Es muss nicht gespottet werden, der Tank. Kriegt ihre Führung, Hunter schießt an, Ziel genau. Läuft auf Tank. Ja, also ich meine jetzt halt auch Beispiel so Bosse wie Gar oder sowas, der halt viele Ads hat, die halt auch getankt werden von einzelnen Kriegern dann. Da bekommt halt dann jeder Hunter quasi seinen Tank, auf den macht er ihre Führung, haut auf das Ziel drauf und der Mob läuft automatisch zum Tank hin. Ist natürlich auch wieder hier so ein Quality of Life Ding für die Tanks und für den ganzen Raid an sich. Ja. Gehen wir doch einfach mal die Talentbäume beziehungsweise die Änderungen an sich durch. Was verändert sich beim Beastmaster beziehungsweise beim Tierherrschaftsjäger? Genau, also wir haben viele Änderungen im BM-Tree. Hauptsächlich, also viele Fähigkeiten zum Beispiel, wo aktuell im Classic nur das Pet an sich, also selber profitiert, wie jetzt halt Leben oder Rüstungsbonis, bringen jetzt halt auch zukünftig dem Hunter einiges. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, so wie Leben und Rüstung, wie gesagt. Wir haben auch einige Sachen, wo nochmal die Fokusgeneration erhöht wird, statt 50%, 100% zum Beispiel und so weiter und so fort. Wir haben fast 20% mehr Crit und also es ist unfassbar viel, wo das Pet auf jeden Fall einen Damage Increase hat, aber halt auch der Hunter selber oder sogar die ganze Gruppe. Da wird es auch eine Fähigkeit geben, die nennt sich wilde Eingebung. Das ist dann quasi, wenn das Pet crittet, 3% mehr Schaden für die komplette Gruppe. Hammerfähigkeit. Genau, sowohl auch als auch 20 Attack Speed, die der Hunter bekommt bei einem anderen Punkt. Genau, was aber natürlich eines der wichtigsten Fähigkeiten ist wildes Herz. Wildes Herz besagt quasi, dass wenn das Pet von wilder Eingebung, was wir ja schon aus Classic kennen, wo es dann so schön rot und viel Schaden macht, also rot wird und viel Schaden macht, profitiert eben auch der Hunter davon, kann nicht mehr CC'd werden. Macht 10% mehr Schaden für 20% weniger Mana-Kosten in seiner Fähigkeiten. Genau, also brutale Fähigkeit auch wieder für PvE, aber halt auch für PvP natürlich. Soweit ich das jedoch jetzt gesehen habe, und es ist tatsächlich mir selber auch neu gewesen, das habe ich jetzt zum Beispiel bei Bean im Stream gesehen, in der TBC-Beta, bleibt der Hunter geslowt, wenn er diese Fähigkeit anmacht. Das wäre wohl wichtig zu wissen, ganz bestätigen kann ich es nicht, aber das ist das, was ich zum Beispiel jetzt bei Bienen im Stream gesehen habe. Genau, das war es dann eigentlich schon so mit dem BM-Tree. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter in Marksman, Treffsicherheit. Genau. Marksman wird wahrscheinlich nicht die To-Go-Skillung sein, vor allem jetzt halt nicht so am Anfang von TBC. Ich sage jetzt mal, PvP-mäßig Season 1 wird man das wahrscheinlich auch noch nicht ganz so viel spielen. Wir haben einige Sachen, die, also unfassbar viele Veränderungen wieder im MM-Baum. Zum Beispiel hatten wir dieses Falkenauge, dass der Hunter 6 Yards mehr Reichweite mit seinen Fernkampfangriffen hat. War davor im Treffsicherheitsbaum, ist jetzt halt dann im Survival-Baum, also wurde quasi aus dem Treffsicherheitsbaum weggenommen. Dafür hat aber tatsächlich einige Sachen bekommen, dieser Treffsicherheitsbaum, der wiederum auch die Fokusgeneration des Pets erhöht, wie zum Beispiel an die Kehle gehen, nennt sich das Ganze, ist 50 Fokus für das Pet bei einem Crit vom Hunter. Das heißt, man kann wirklich hier den BM-Tree, wenn man es ausgepunktet hat, also 25 Fokus fürs Pet bei einem Crit pro Punkt. Das heißt maximal dann eben 50 Fokus bei einem Crit, da das Talent 2 Punkte besitzt. Genau, zum einen, also Treffsicherheit hat einige Sachen wie Int-Erhöhung und AP-Erhöhung im Allgemeinen. Ich habe das mal aktuell jetzt für den Pre-Patch zum Beispiel ausgerechnet mit meinem Hunter, der 7 von 9 T3 Teilen hat. Das sind ungefähr 200 Angriffskraft, die das ausmachen werden. Also jetzt hat quasi mit meinem aktuellen Equip. Das heißt, die AP, der AP Increase
in diesem Baum ist schon relativ krass, relativ enorm. Aber im Vergleich zu den anderen Bäumen macht man einfach trotzdem weniger Schaden. Das ist einfach so. Das Einzige, oder was ist das Einzige, also was natürlich nice ist, ist dann im PvP so ab Season 2, 3 vielleicht mit dem Silent Shot, die neue Fähigkeit, die im Treffsicherheitsbaum kommt, als letzter Punkt, als Talentpunkt 41, bringt das Ziel zum Schweigen für 3 Sekunden. Ist natürlich eine enorme PvP-Fähigkeit und genau, mit dem Scatter zusammen kann man dann natürlich einige coole Moves machen. Aber das Pad und das Gear in Season 1 wird einfach PvP-mäßig noch zu stark sein. Da wird man wahrscheinlich BM spielen. Also kurz gesagt, das hört sich besser an, als es dann im Endeffekt ist, weil es viel aufs Gear ankommt. Beziehungsweise auf starkes PC-Endgame-Gear dann so gesehen. Und weil die anderen Bäume einfach zu krasse Sachen mittlerweile drinnen haben, ja, die dann einfach da stärker sind. Survival, Überleben Hunter. Survival, Überlebenshunter, genau. Hunter. Das ist auf jeden Fall auch ein geiler Tree, also einer meiner Lieblingstrees, weil ich es liebe, auf Agi zu gehen, auf Beweglichkeit zu gehen mit dem Gear. Genau, du wirst auf jeden Fall einen Survival Hunter mit im Team haben wollen, in einem Raid haben wollen, weil der die Fähigkeit Schwäche aufdecken bekommt, der abhängig von der Agilität des Hunters, und der bekommt das Ziel quasi mehr Schaden. Also ungefähr das, was der T2-Bonus oder 8er-Bonus beim Hunter war, nur nicht nur für Hunter oder Distanzangriffe, sondern für alle. Genau, also die Angriffskraft aller Angreifer gegen dieses Ziel wird 7 Sekunden lang um 25% der Beweglichkeit quasi erhöht. So steht es drinnen, so wird es sein, wird enorm sein, wenn man viel Agi hat. Also keine Ahnung, wenn man dann auf 600 Agi kommt oder sowas, ist natürlich ein enormer Increase. Ja. Zusätzlich kann man dann, oder spielt man ja dann Survival Hunter als Support Hunter, sage ich jetzt mal, und kann dann im Treffsicherheitsbaum, um da mal kurz zurückzukommen, noch das verbesserte Mal skillen. Und das besagt eigentlich nur, dass die Angriffskraft, die quasi Jäger profitiert vom Mal, profitieren auch die Milis vom Mal des Jägers. Und dadurch kann man eine unfassbar gute Support-Skillung machen im Survival-Baum, die selber unfassbar viel Schaden macht auch, also nicht viel weniger als glaube ich, Tierherrschaft, BM-Hunter, als auch halt den kompletten Raid extrem supportet. Sehr geil. Also meinst du, kann man sagen, dass der MM-Baum, der eigentlich gang und gäbe in Classic war oder ist noch, eher zum Support-Tree wird? Das heißt, dass du entweder BM spielst oder Survival und dann die restlichen Punkte aus dem MM-Tree mitnimmst. Genau, also bis, so wird's bis sein. Zu einer bestimmten Phase, wo dann eventuell MM wieder besser wird oder viable wird. Nicht, dass BM es nicht viable ist, aber die anderen Optionen sind halt einfach stärker. Treffsicherheit wird wahrscheinlich hauptsächlich im PvP gespielt werden. Vor allem dann später im TBC. Im PvE wird es wahrscheinlich nicht, also gar nicht gespielt werden, schätze ich jetzt einmal. Aber werden wir sehen. Also es gab ja viele Änderungen jetzt auch in Classic, die man so nicht erwartet hatte. Vielleicht ändert sich hier ja auch was. Jetzt, wenn wir gerade dabei sind, wir haben jetzt über so gesehen das Endgame und die Skillungen gesprochen. Wie schaut es beim Leveln aus? Ich glaube, da wird sich nicht viel tun. BM weiterhin. Ja. Genau, also nachdem BM quasi gebufft wird, auch mit den ganzen Punkten, die man eben skillen kann im BM-Tree auch schon ganz früh, wird es wahrscheinlich noch besser sein, als es in Classic jetzt war und sicherlich auch das Stärkste sein, aber ich bin immer der Meinung und ich habe es tatsächlich auch anders gemacht, ich habe nicht als BM gelevelt, man sollte das spielen, auf was man Bock hat, auch von der Skillung her im Hunter. Und, das sowieso. Also man kann die anderen Specs genauso spielen. Also auch wenn überall nur BM-Hunter, natürlich über den BM-Hunter geredet wird, Survival und auch Treffsicherheit darf man nicht unterschätzen, macht genauso viel Spaß und macht auch Spaß beim Leveln. Ich sag mal, als um das den Leuten auf den Weg zu geben, als BM-Hunter levelt sich's vermutlich am einfachsten kann man sagen. Also ich kann mich an meine Hunter erinnern, das war ja teilweise echt, muss ich gestehen, Brain AFK. Das Pad macht eigentlich den Großteil, von daher. Und wenn jetzt der BM-Hunter eh noch gepusht wird, glaube ich, wird sich so nicht viel ändern, auch zu den Pads. Wenn du als Tank nimmst und einen Eber oder sowas,
Wobei alle anderen Pets auch relativ, es ist relativ egal, was du da nimmst, würde ich mal sagen, oder? Ja, ich meine, es hält auf jeden Fall deutlich besser Akku, das Pet, natürlich, als es davor getan hat und dadurch wird es halt noch leichter, ja. Ja, wunderbar. Dann haben wir das Leveln auch kurz angesprochen. Ich glaube, es ist ja jetzt kein Level-Guide. Es hat sich im Leveln definitiv nicht viel bis, sag mal, nichts geändert, nichts Großartiges, was das Leveln als Hunter angeht. Und daher würde ich sagen, springen wir doch mal wieder in den End-Content. Vor allem jetzt erstmal in den PvE-Bereich. Heroics, 10er Raids, 25er Raids. Welche Rolle wird der Hunter da spielen werden? Das wird jetzt dann alle Hunter freuen, die immer um ihren Platz jetzt in Classic, in den 40-Mann-Instanzen quasi bangen mussten, weil man nur ein oder zwei Hunter mitnimmt. Das wird sich drastisch ändern. Also man wird auf jeden Fall in den 20er-Raid 3, 4, 5 Hunter bestimmt mitnehmen. Und auch, ich denke mal, in den 10er-Instanzen wird man dann wahrscheinlich schon mindestens 2 oder 3 Hunter mit dabei haben wollen, weil der Schaden einfach enorm ist und man eben auch mit dem angesprochenen Survival Tree ziemlich gut supporten kann, also alle anderen Klassen supporten kann. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache für einen Hunter. Was Raids angeht, meinst du mindestens ein Survival Hunter als Supporter, was absolut Sinn macht und genau, im Prinzip dann 0 bis X oder 1 bis X Beastmaster Hunter, weil sie einfach Top-Damage sind mit dem Warlock oder sogar vor dem Warlock noch. Ja, also in dem Fall. Ich meine, man hat halt die Buffs, die ich vorher angesprochen habe, mit 3% Damage für die komplette Gruppe. Du kannst in jede Gruppe dann einen Hunter packen und die profitieren halt dann dauerhaft von 3% mehr Schaden. Also ja, alle in der Gruppe, das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Daher kann man locker einen Survival Hunter und vier Hunter noch so mitnehmen. Aber ganz, ganz so viele, denke ich, werden es dann am Schluss doch nicht sein. Aber wie sieht's PvP da aus? Ja. Arena, Open World, BGs? Ja, also im PvP, ich freue mich extrem auf die Zeit im PvP, weil ich glaube, dass Hunter unfassbar unterschätzt wird in Arena. Ich bin der Meinung, dass er unfassbar schwer zu spielen wird, aber wenn man ihn dann beherrscht, dass man dann schon sehr weit kommen kann. Das wird auch mein persönliches Ziel sein. Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich PvP liebe und es lebe. Und das wird auf jeden Fall mein Ziel sein, unter die Top-Teams zu kommen, arenamäßig. Und ich denke auch, dass das als Hunter möglich ist. Ich bin wirklich gespannt, welche Skillungen da ausprobiert werden, auch von anderen Huntern, jetzt auch in der TBC-Beta. Und was da so kommt, ob man wirklich nur klassisch beim BM-Hunter und dann dem klassischen Treffsicherheits-Hunter bleiben wird oder ob da noch andere Sachen kommen werden. Also gibt es fürs PvP noch nicht die eine Skillung oder generell die eine Skillung, die man... Ja, die eine Skillung wird's sicherlich nicht, also glaube ich nicht, dass es gibt. Ich denke mal, dass es aktuell so diese zwei Skillungen gibt, also einmal die BM-Tree-Skillung quasi und einmal die Treffsicherheit-Skillung, wobei halt BM halt Season 1 wahrscheinlich ziemlich stark sein wird. Und dann Treffsicherheit halt eher mal so ab Season 2, 3 gespielt werden wird. Aber ich bin fest davon überzeugt und ich glaube wirklich, dass da sich einige Hunter Gedanken machen werden, weil man einfach so viele Möglichkeiten mit diesem neuen Skill-Tree hat. Also ich bin da wirklich gespannt, was die Leute aus dem Hunter raushauen werden. Und freue mich drauf und werde sicherlich auch selber einiges ausprobieren, wenn ich den richtigen Partner finde für Arena dann, also, der das Ganze mitmacht. Was du gerade gesagt hast, heißt dann im Prinzip, dass der Survival Hunter, der eigentlich im Classic jetzt der PvP Hunter war, da nicht unbedingt mehr reinpassen wird, weil du jetzt explizit auch BM und Marksman erwähnt hast, oder... Meinst du, da tut sich auch noch was? Weil du hast ja auch gesagt, es gibt nicht unbedingt die eine Gruppe. Die eine Skillung, meinst du jetzt? Die eine Skillung jetzt hat. Korrekt. Ich bin, wie gesagt, also ich freue mich drauf. Ja. Also wir haben im Survival Tree haben wir die Fähigkeit Bereitschaft, die alle CDs resettet, die der Hunter so besitzt. Das heißt, du kannst zweimal den
Stich des Flügeldrachen machen. Du kannst zweimal Fallen legen, du kannst zweimal Schnellfeuer machen, du kannst, also du kannst einiges machen. Ist bestimmt im PvP auch möglich, damit zu spielen. Vielleicht sogar gut mit anderen Punkten, mit einem bestimmten Teampartner. Ich weiß es nicht. Also ich bin der Meinung, dass wir da Überraschungen haben werden. Und darauf freue ich mich. Weil du hast mit dem Hunter einfach unfassbar viele Möglichkeiten, nicht nur von den Talentbäumen her, sondern auch in der Partnerauswahl. Du musst nicht unbedingt mit einem Druiden spielen oder mit einem Priester. Ich denke, du kannst auch mit einem Schurken spielen und dann auf eine CC-Kombo gehen. Oder. Also ich bin da gespannt. Ich freue mich drauf. Das bin ich ebenso. Also es hört sich sehr, sehr individuell auch an. Also was da wahrscheinlich perfekt drauf passt, ist easy to play, hard to master. So sagt man das, glaube ich. Und das ist, glaube ich, der Hunter in TBC zu 100%. Er wird einfach zu spielen sein mit Steady Shot Spammen, aber in der Arena, um den zu meistern, um hochzukommen, musst du es drauf haben. Aber wenn du es drauf hast, dann glaube ich, kannst du richtig weit kommen. Was sind so die To-Go-Berufe für einen Hunter? Also den vorher angesprochenen Supporter, Survival Hunter, wie ich ihn jetzt mal so nenne, für den wird sicherlich Lederer eines der besten Berufe werden. Einfach wegen den Trommeln, weil du dann wirklich einfach komplett den Raid oder die Gruppe supporten kannst mit der Survival-Skillung und Lederer, den Trommeln und so weiter und so fort. Zusätzlich bei Lederer muss man natürlich auch sagen, kannst du dir relativ viel Biss-Gear, also Pre-Raid-Biss-Gear, selber herstellen. Was auch sehr gut ist für einen Hunter, logischerweise. Ansonsten Berufe, ja, das ist eigentlich relativ allgemein. Also im PvP, wenn man wieder von diesem Biss spricht, dann ist es bestimmt Verzauberer und Juwelier, weil du dann deine eigenen stärkeren Verzauberungen auf die Ringe machen kannst, deine eigenen stärkeren Juwelen locken kannst. Ich persönlich bin der Meinung, mach das, worauf du Bock hast. Also ich selber werd Ingi bleiben für Open World, PvP-Farmen. In der Arena selber wird's mir nicht viel bringen. Es gibt dann mal die Brille, die irgendwann mal später, die relativ gut für PvP sein wird, die man als Ingenieur anziehen kann. Aber ansonsten, ja. Du hast in Arena jetzt halt nicht die in einem Beruf, der einen Unterschied machen wird. Dann gibt's noch ein Thema, das ich kurz ansprechen möchte. Ganz kurz. Das berühmt-berüchtigte Makro. Wie ist deine Einstellung dazu? Kurz zusammengefasst. Es wird ein Makro für Beastmaster BM Hunter geben, bei der du einfach nur noch eine Taste drücken musst. Du machst deinen zuverlässigen Schuss, sobald er ready ist. Du machst deinen Kill Command, beziehungsweise die Fähigkeit Fass, über die wir vorher gesprochen haben, sobald sie ready ist, und automatischer Schuss natürlich zwischendrin. Also du stehst prinzipiell einfach nur da und drückst nur noch eine Taste, welche dir aber den größtmöglichen Damage Output angeblich bringt. Genau. Ich selber mag es gar nicht, weil ich finde, das nimmt halt so ein bisschen das, was im Allgemeinen beim Spielen das ausmacht. Also man wird sicherlich Makros haben, wie ich vorher schon mal gesagt habe, wo man die Fähigkeit Fass einbauen wird, überall, ob das jetzt im Multishot, im Autoshot, im zuverlässigen Schuss ist. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man den zuverlässigen Schuss drücken sollte. Und den Autoschuss und keine Ahnung. Also ich bin kein Fan davon, das alles in ein Makro zu packen. Ich hoffe nicht, dass sie es sehen. Das Makro nimmt dir praktisch, ich meine, wenn wir ehrlich sind, die Rotor zwei Tasten. Autoshot von alleine, klar am Anfang vielleicht, aber dann hast du ja im Prinzip deinen zuverlässigen Schuss und dein Fass, sobald es ready ist. Und wenn man jetzt von zwei Tasten vielleicht auf eine Taste geht, kann ich das schon verstehen. Wenn man das macht, man spart sich einen Tastendruck, es wird... Ja, es also ist, ich, ja. Ich sag mal so, also das Schöne ist ja, dass man bei dem One-Button-Makro Multishot nicht einbauen kann. Dadurch hätte man quasi zwei Tasten, und wenn man dann aber den Hunter kennt und ohne diesen One-Button-Makro spielt und sich das auch so angewöhnt, dann glaube ich, kann man am Schluss mehr DPS fahren als einer, der dieses One-Button-Makro verwendet, da man einfach ab und an noch diesen Multishot mit einbauen kann.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, das du mit uns allen geteilt hast. Ich glaube, es ist vor allem für Hunter-Neulinge vielleicht interessant. Wir sind ja relativ oberflächlich, was die Änderungen betroffen hat, sind wir darauf eingegangen. Ich meine, wir haben uns ja ausführlich und wirklich detailliert auch schon mal im Stream dazu unterhalten. Das werden wir gerne auch wieder machen. Ja, die letzten Worte gehören dir. Ja, also danke für die Einladung, sag ich jetzt mal. Meine letzten Worte sind im Endeffekt, spiel Hunter, wenn du Bock auf Hunter hast und nicht, weil es Biss ist. Das ist mir persönlich relativ wichtig, dass es nicht diese neue Meta ist und 80% Hunters auf einmal rumlaufen werden. Ich denke, dass viele andere Klassen im Vergleich zu früher oder auch zu den Privatservern oder sowas ihre Verbesserungen bekommen werden, da die Playerbase mittlerweile einfach so hoch und kreativ ist und es dadurch mehrere Biss-Klassen geben wird. Genau, also ich bin gespannt beim Hunter selber, was in der Arena gespielt wird, was die Leute aus dem Hunter in TBC machen werden, so wie ich ihn früher kennen würde, auf jeden Fall nicht mehr sein. Und im Allgemeinen, spiel, worauf du Bock hast. In TBC ist jede Klasse in jeder Spec wertvoll und das sollte man genießen und ausnutzen. Genießen und ausnutzen. Genießen.